Schauen wir uns ein paar Umrechnungen mit Gewichten an. Also, 20.000 Gramm. Und das soll in eine Größe umgerechnet werden, sodass es 20 davon sind. Wir brauchen die Umrechnungstabelle. Ich mache drei Kästchen für Tonnen, drei Kästchen für Kilogramm und drei Kästchen für Gramm. Und ich schreibe Tonne, Kilogramm und Gramm in das rechte Kästchen. So, jetzt schaue ich 20.000 Gramm. Das ist die eine Stelle und die Einheit ist Gramm. Also gehe ich zur Einheit Gramm und die eine Stelle ist eine 0. Die trage ich jetzt bei Gramm ein. So, jetzt kommen hier 1, 2, 3 weitere Nullen nach links und davor eine 2. So, jetzt möchte ich das so ablesen, dass eine 20 entsteht. Also muss die eine Stelle bei Kilogramm sein. 20.000 Gramm sind also 20 Kilogramm. Schauen wir mal, wie viel 2 Tonnen sind. Ich nehme wieder die Umrechnungstabelle. Drei Kästchen für Tonne, Kilogramm und Gramm. Und die eine Stelle, hier haben wir ja nur eine Stelle, die ist bei Tonnen. Also schreibe ich die 2 bei Tonnen hin. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel Kilogramm das sind, dann muss ich die eine Stelle bei Kilogramm ablesen. Aber jetzt steht hier ja nichts. Ich kann aber wie bei der Stellenwerttafel die fehlenden Stellen nach rechts mit Nullen auffüllen. Ich fülle auf, bis die eine Stelle bei Kilogramm besetzt ist und ich lese ab, 2 Tonnen sind 2000 Kilogramm. Wenn ich jetzt 12 Gramm in Milligramm umrechnen will, dann muss ich meine Tabelle noch ein bisschen ausbauen. Schauen wir mal. Ich habe drei Kästchen für Tonnen, drei Kästchen für Kilogramm, drei Kästchen für Gramm und jetzt nehme ich noch drei Kästchen für Milligramm. 1000 Milligramm sind 1 Gramm. Ich habe 12 Gramm. 12 hat die eine Stelle 2 und ich schreibe die eine Stelle bei den Gramm auf. Links davon steht eine 1. Hier sind meine 12 Gramm. Und wenn ich die jetzt in Milligramm ablesen möchte, muss ich wieder Nullen auffüllen und sehe, 12 Gramm sind 12.000 Milligramm.